Rüstung. Haben wir eine Rüstung, die Giftschutz hat? Diese blaue vielleicht. Also du hast erstmal nur gegen Feuer und Frost. Du hast gegen Strahlung. Wo ist die blaue Rüstung hin? Der haben wir jetzt aber nicht verkauft, oder? Ach, da ist sie. Nahkampfangriffe, Projektile und Strahlen. Ich glaube nicht, dass dieser Perseus-Strahl da als Strahl gilt, sondern einfach nur als Instant-Tod-Ding. Waffenverbesserung. Ändert permanent die Form deiner aktuellen Waffe, sodass sie mehr Schaden verursacht. Wo zur Hölle kommt das denn her? Und wir brauchen andere Ringe. Ja, also wir werden uns jetzt ein bisschen vorbereiten. Also wir kaufen oder versuchen einen besseren Bogen zu kaufen. Dann kaufen wir die Ringe, die mehr Bogenschaden machen. Essenzen haben wir noch mehr als genug. Aber so eine Schutzrolle gegen, also Bogenmeisterschaftsrollen werden wir finden, auch noch kaufen. Und Giftschutz. So ähnlich wie Nahkampfschutz und Arkanenschutz und was es da alles gibt. Da halt ein Giftschutz wäre sehr, sehr praktisch. Ja, Karte, wo war das Geschäft? Das Geschäft war runter links. Okay. Runter. Und einfach links. Waffe weg. Hops. Mitmö. Ich habe keine Waffe an. Ihr könnt mir gar nichts. So. Da ist das Geschäft. So, gib mir einen richtig schönen Bogen. Den verzauber ich dann. Kaufe Bögen. Komposit-Langbogen. Braucht Bögen 15. Macht 170 Schaden. Was macht unser jetziger? 163 und macht Angriffsgeschwindigkeit höher und Crit höher und was weiß ich. Also ne, der hat keinen Bogen für uns. Aber sollten ein paar davon kaufen. So. Rüstung ist auch nur gegen Feuer und Frost. Und Waffen brauchen wir eigentlich gar keine. Hast du noch irgendwas, was uns helfen könnte? Betäubung, Gegengift haben wir schon. Rüstungsverbesserung. Ändert permanent das Material einer Rüstung und eine Robe. Das gleiche für Waffen auch nochmal. Veränderungsmagie ist echt mächtig. Feuergeist herbeirufen, ja, nee. Geschwindigkeit. 14 in Veränderung. Wir haben noch 4 Punkte zu verteilen. Wenn wir. Es gibt ja keinen Schutz vor Gift. Yeah, okay. Ist jetzt nicht so toll. Veränderung könnten wir auf 5 bringen. Damit können wir aber immer noch nicht unsere Waffen verbessern, wirklich. Und da das hier das höchste Geschäft ist, was momentan verfügbar ist. Jo, aber ein Problem. Wir werden keinen besseren Bogen finden. Das heißt, wir rüsten mal den Bogen aus. So, er macht jetzt 163. Jetzt probiere ich eine von diesen Rollen. So. 180. Gleich nochmal. 180. Okay, es geht nur einmal. Stimmt, dahinter steht verbesserte Waffe. Wir können Excalibur verbessern. Das klingt auch irgendwie komisch. Eins. Ne, du benutzen. Tada! Besseres Excalibur. 420 Schaden. Sehr cool. Also du kannst mal weg. Ja. Tränke hatte sie gar keine, ne? Nö. Und unser Koch, wo wir die Spruchrolle für haben. Ist hier so wirklich toll. Gucken wir mal in die Bank. Vielleicht haben wir da noch irgendwas Altes rumliegen.
Ritterzeug, das wir nicht brauchen. Goldene Sachen. Oder können wir die Ringe mal hier lassen? Ablegen. Ablegen. Ich sagte ablegen. Ah, wieder kein Platz. Ablegen. Und ablegen. Da sind nur Schlüssel, die wir nicht mehr brauchen. Nee, ja, nee. Hier ist nichts. So, was war noch? Oh. Zauberstäbe. Feuerbolzen war doof. Verwandlung. Ich denke nicht, dass wir den Huhn verwandeln können. Lehm. Nö, ich denke nicht. Die Ringe. Wo hatten wir die Ringe gekauft? Ich glaube da oben. Es dürfte nicht so schwer sein, hinzukommen. Kannst du speichern? So. Oben das linkere Tor. Jo. Und einmal nach links. Das ist echt nicht weit. So. Zack. So. Gib mir tolle Sachen. Kaufen. Ringe. Zusätzlicher Schaden mit Bögen plus 10. Streikholm, Feuer, Frost, Max Gesundheit. Nö, Waldhüter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wegstecken. 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 So. Waldhüter, 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 Waldhüter. Anlegen. Das müssten jetzt jeweils 10 Schaden mehr sein. Was gar nicht mal so schlecht ist, wenn man bedenkt, dass das Ding selber nur 180 macht. Ja, also müssen wir jetzt bei 240 rum sein. Was waren die beiden Ringe? Max Gesundheit und kritische Treffer auf Nahkampfdings. Das kann auch weg. 20 Gesundheit. Ja, ist nicht schlecht. Das behalten wir. Das heißt, wir können aber noch einen Waldhüterring kaufen. So, was hast du noch? Giftreduktion. Nö, das ist schlechter als Giftbannen. Neutralisiert etwas Gift in deinem Körper. Nee. Verbündetenheilung wird zu lange dauern und vergesse ich eh. Nö, schade. Was mit dir? Hast du irgendeinen Superbogen zufällig? Nö. Okay. Speichern. Dann probieren wir das Ganze jetzt einfach nochmal. Zack. Hoch. Falsche Seite hoch. Hoch und unten das Gate. Richtig. Schwert weg. Dann mal gucken. Also wirklich viel Schaden haben wir mir nicht gemacht. Wobei wir ihn aber auch nur zweimal ins Auge getroffen haben. Und ich weiß nicht, ob es wirklich die beste Taktik ist, ihm zuerst ins Auge zu schießen. Also ja, in der Sage wachsen die Schlangenköpfe nach und deswegen macht es keinen Sinn. Oder war das die Hydra? Ich glaube, er wechselt da gerade was. Aber ja, ich glaube, ich versuche zuerst jetzt die einzelnen Schlangenköpfe wegzuschießen, damit nicht mehr so viele Giftbolzen durch die Gegend fliegen. So, bla, 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 bla. So. Bogen raus. Pet. Feuchte Hände. Ja, wir sollten auf jeden Fall warten, bis die feuchten Hände weg sind. Du, Schnelltaste 3. Und du musst eh noch dahin und angelegt werden. So, Bogenmeisterschaft. Schnelltaste 0. Noch irgendwas Bogenartiges? Ausleuchtung, Hitze, Aura, Strahlenimmunität. Midas, Transmutation. Gigantenstärke bringt mir auch nichts. Nö, schaut sogar gut aus. Ich nehme mal den Drachen raus. Dass der wenigstens ein bisschen direkten Schaden macht. So, also. Heilung 5, Gegengift 7. Bogen raus.
Und oben stehen war schon mal eine ganz gute Idee, denn unten war meistens der Strahl. Also drücken. Schon stirbt. No, erstes Gift, ist okay, ist okay, ist okay. So, 7 Gift weg. Das geht schön schnell. Oh. Ja, dem kann wohl nicht ausweichen. Heilen. Warum kann ich den einen Kopf da nicht treffen? Jetzt treffe ich... Hauptsache irgendwas. So. Gegenheilen. 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 Das ist der falsche Zauber. Gegenheilen. Ich habe gerade ganz viele Punkte für Stärke verballert. So. Gift tickt durch, ist egal. Oh, ein Kopf ist schon mal, zwei Köpfe sind schon mal weg. Oh. So, Gegengift, nicht Stärke. Heilung. Heilung. Und Köpfe töten. Das sieht richtig gut aus. Der Bogen ist aber auch super mit dem extra schnell angreifen und so. Oh. Zappel, zappel, zappel. Los, wegbleiben. Und noch ein, zwei Köpfe töten. Schade, dass der Dot nicht funktioniert bei denen. Das wäre richtig praktisch. Nope. So, Gegengift. Heilung. Und warten, bis er weg ist. Töten. Nächster Kopf weg. Komm, 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 komm. Ein Kopf nur noch. Mal gucken, was passiert, wenn alle tot sind. Weh, die spawnen alle wieder. Oh, umdrehen. Yeah, und den Strahl da ausweichen. So, alles gut. Zack, du musst gleich tot sein. Jetzt ist nur noch das Ding da. Das ist nicht so wirklich viel, was der macht. Der macht nur seine Laserstrahlen und ein Instant-Tod-Spell. So, ting, ting. Gut, dass ich die Pfeile gekauft habe, sonst wären wir jetzt schon fast alle. Ja, um den. Oh. So, nichts riskieren. Das wäre jetzt ärgerlich, das Ganze nochmal zu machen. Das läuft so richtig schön. Oh, da kommen irgendwelche Geister. Egal, draufhalten, 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 draufhalten. Was zur Hölle macht ihr? Das kann nicht gut sein. Ah, verbrennt seinen eigenen Geister. Komm, 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 mach deine Lasershow. Heilung, Heilung. So, jetzt schnell töten. Hui. Der war ein interessanter Kampf. Aber gut. Gold. Und Schlüssel des Turms. Genau. Und Shift 1. Speichern. Sehr schön. Wo ist der Turm? Hier oder da wahrscheinlich, ja? Oh, sehr schön. Aber erstmal einen kleinen Cut und wir sehen uns gleich wieder.